Ja, hallo zusammen. Wir gönnen uns heute mal eine Feierabendrunde nach unserem Heimbürotag und sind in Dernau an der Ahr. Wir hoffen, dass es heute nicht ganz so viel los ist wie sonst hier, denn Ahrtal ist sehr beliebt, gerade sonntags, und vielleicht geht es freitags ein bisschen besser. Schauen wir mal. Wir wollen oben auf diesen Turm, das ist der Krausbergturm. Direkt ganz schön steil bergab durch die Weinberge. Der Rotweinwanderweg. Ja. Jetzt sind wir so auch ab von den Asphaltwegen, die am Anfang waren. Und hier wird es dann auch schon richtig schön. Und unglaublich warm heute. 15, 16 Grad und überall Frühlingsspuren zu sehen. Das ist übrigens die Saffenburg. Das war früher mal eine Raubritterburg. Die liegt bei Maischoss. Ganz viele Gleitschirme. Ich weiß nicht, ob man die erkennen kann. 5 Gleitschirme. Wir haben uns leider ein bisschen in eine Sackgasse manövriert und jetzt müssen wir zur Strafe hier runter. Durch die Steillage. Das ist eigentlich eine Regenrinne, glaube ich. Zum Glück ist kein Regen, sonst wäre es unmöglich. Kann auch als Wandersockenrinne benutzt werden. Die Mosesquelle, die haben wir gesucht. Was hat es denn mit der auf sich? Tja, ich glaube, hier wird Wasser in Wein verwandelt. Oh, wie geht das? Man muss irgendwie 3-mal gegen den Stein klopfen. Mit dem Stab oder sowas, ne? Ja, was man gerade so hat. Ah, wir versuchen das jetzt einfach mal. Ich habe hier so einen kleinen Stock und schlage jetzt einfach 3-mal gegen diesen Felsen. Vielleicht wirkt es ja. Mal gucken. Ja, wenn man ein bisschen Geduld hat, wirkt es. Ne? Also man muss nur ein bisschen warten und schon ist aus Wasser Rotwein geworden. Erstaunlich. Ja, wahrscheinlich ist das so ein kleiner Elfentümpel. Krausbergturm, dem wir leider noch keinen Schritt näher gekommen sind. Aber trotzdem ein schöner Weg bis hierher. Ah, dann geht's über die Ahr.
das hier ist die Jodokus-Kapelle. Wurde 1908 vom Theaterverein Gemütlichkeit aus Dernau errichtet. Ungewöhnlicher Heiliger. Ja, stimmt. Der soll angeblich im 7. Jahrhundert in Nordfrankreich gelebt haben und ein Königssohn gewesen sein. Und wird gerne mit Pilgerstab dargestellt. Und deswegen ist er wohl auch der Schutzpatron der Reisenden und der Pilger. Steigen wir hoch zum Krausberg. Und seit wir von der Straße weg sind, ist es auch unheimlich ruhig. Keine Motorräder, keine Autos, eine Wohltat. Ja, so langsam kommt man doch ins Schwitzen, ne? Jo. Obwohl es ja schon abendliche Kühle sich ausbreitet. Aber es geht konstant bergauf. So, wir kämpfen uns die letzten 700 Meter hoch zum Krausberg. Ist wirklich ein tüchtiger Anstieg. Und ja, normalerweise, also das heißt sonntags und feiertags, ist die Hütte auch bewirtet. Aber zu Corona-Zeiten natürlich nicht. Außerdem haben wir auch noch einen Sonntag. Ja, hier diese Hütte vom Krausbergturm ist wirklich empfehlenswert, wenn die mal geöffnet hat. Und hier kann man sich auch wirklich breit machen. Hier gibt es viele Sitzmöglichkeiten. Und nicht zu vergessen, Rutsche. Dahin nehme ich euch auch mal mit. Jetzt wird erstmal gerutscht. Und dann wird gegessen. Und zwar ein Müsli-Riegel. So, jetzt geht's ab. So, und vom Krausberg geht's jetzt ganz steil runter bis nach Dernau. Wieder auf einer Höhe von etwa 120 Meter. Da freuen sich die Knie. Beim Zentrum von Dernau und hier steht die Kirche St. Johannes Apostel aus dem 18. Jahrhundert. Und wir befinden uns ja nicht zufällig in der Römerstraße, weil auch die Römer haben hier schon gesiedelt und hatten hier zum Beispiel eine Villa Rustica errichtet. Wahrscheinlich so im 2., 3. Jahrhundert und etliche Münzfunde aus der Zeit sind belegt.
Ja, die letzten Meter. Nochmal steile Hanglage hier. Ja, das war die Dernauer Runde Wandersocken am Krausberg. Wie viel Wandersocken hat die Tour denn verdient? Ich würde sagen 8. Das war echt eine sehr schöne Runde. Ein bisschen verwinkelt vielleicht, weil nicht so super vorgeplant, aber das hat ja auch seinen Charme. Und die Landschaft hier an der Ahr, die ist einfach der Hit. Ja, das sind echt tolle Gegenden hier. Pfade waren auch sehr in Ordnung. Anfangs so Rotweinwanderweg, in der Umgebung ist es noch ein bisschen asphaltlastig, aber wenn man auf die andere Ahrseite kommt, ist es dann sehr still und sehr schön auch. Und die Pfade werden immer besser. 8 Wandersocken würde ich auch geben.